Gott. Shalom Aleichem, guten Morgen allerseits. Eine von den schönsten Sachen, das wir haben, Gott sei Dank, ist unsere Atem. Atem, Atem, Atmen. Luft holen. Luft holen. Neshama, Neshima, holen. Ich möchte heute darüber sprechen, wie wichtig und wie nötig und wie heilig und wie großartig. Wenn можно, ich kann übersetzen. Kein Problem, nein, die verstehen. Ich werde langsam sprechen, heute ganz lieb von Ihnen. Ich mache ganz langsam, Sie werden verstehen. Und ich, vielen Dank, ich werde das ganz langsam heute machen, damit sollen alle verstehen. Wenn Sie etwas nicht verstanden, machen Sie so. Ich werde langsam wiederholen. Es ist nicht so kompliziert heute. Es ist wichtig, aber nicht kompliziert. Ich werde beginnen mit einer Geschichte. Es war in die Yeshiva, in die Talmud-Schule von Rabbi Akiva. Eine Junge hat nicht erschienen im Lehrhaus. Ein Tag, zwei Tage, drei Tage. Nach drei Tagen sagt Rabbi Akiva, wo ist euer Freund? Wo ist er? Die Freunde wissen nicht. Sagt Rabbi Akiva, was soll das? Ein Mensch ist schon drei Tage nicht mehr bei uns im Lehrhaus und ihr weiß nicht, wo ist er? Komm, wir gehen zusammen. Gut. Rabbi Akiva nimmt ein paar Schüler und sie gehen zu diesem jungen Mann nach Hause. Und als sie kommen zu ihm nach Hause, sie waren schockiert. Er lag im Bett fast am Ende von seinem Leben. Und Rabbi Akiva hat gesagt, die erste Sache sollt ihr machen, ist frische Luft. Mach auf dem Fenster. Und sie haben schnell Wasser überall den Boden geputzt. Sie haben frische Luft gebracht, die ganze Wohnung sauber gemacht und geputzt. Und langsam, es ist sein Leben zurück zu ihm gekommen. Das heißt, die erste Sache, die hat ihm das Leben geschenkt, war frische Luft und tiefe Atmung. Das hat ihm zuerst gebracht, neue Kräfte wieder zu leben, sagt Rabbi Akiva. Wenn einer geht nicht besuchen, er ist wie ein Blutgießer. Warum? Weil er hat ignoriert, dass andere Mensch braucht Luft. Bei uns in die Synagoge in Westend, wo ich bete jeden Morgen, gab ein sehr netter Mann, ein französischer Lehrer, netter Mensch, der immer gegangen mit einem Sauerstoffballon auf seinen Rücken. Also der hat so eine Sauerstoffflasche, Ballon, und er legt das auf seinen Rücken und es war in seine Nase und von Zeit zu Zeit hast du gehört, er atmet. Und leider, der Mann ist eine Nacht, war ein Kurzschluss in seinem Atem und er musste seine Neshama wieder zurück zu Gott geben. Weil die Verbindung zwischen der Seele und dem Körper ist gehaucht geworden durch die Nase und sie geht auch weg durch die Nase. So wie es steht geschrieben in Bereshit, Vayipach be'apov nishmas chaim, dass der Eibishter hat gehaucht in der Nase von dem Mensch ein Leben, das Atmen, ein Odem, Odem. Wie heißt ein Mensch auf Ivrit? Adam. Warum heißt der Mensch Adam und nicht jetzt Pinguin? Nicht Pinguin, der heißt Adam. Genau. Und warum heißt er Adam? Aus zwei Gründen. Eins, weil er kommt von der Erde, Adama. Zweitens, weil er kommt von dem Odem Gottes. Er kommt von dem Wind, von der Kraft, wo die Ribbono shel Olam hat ihm gegeben. Und es steht geschrieben,
Die ganze Welt schuf Gott durch Sprechen. Und er hat gesprochen, soll sein Licht, und es war Licht. Er hat gesprochen, soll sein Sonne, Mond und Sterne. Aber als er schuf der Mensch, er hat nicht gesprochen. Weil Sprechen ist nur ein äußerlicher Hauch. Wenn er hat den Mensch geschafft, er hat in seinen Mund und in seine Nase Hauch, das Göttlichkeit, geblasen in seine Tiefe. Was passiert, wenn ein Mensch ist unmächtig auf dem Boden? Du kannst nicht reden zu ihm. Du musst ihm jetzt beatmen. So wie man nimmt einen Ballon, Luftballon, und wenn man will, soll der Luftballon soll kriegen Leben. Oder so Kinder, wenn sie gehen schwimmen und sie können noch nicht schwimmen, legt man die Kinder auf die Arm. Wie heißt das? Schwimmflügel. Sehr gut, Schwimmflügel. Die Schwimmflügel sind so gequetscht in die Tasche und sie kommen zum Papa und sagen, Papa, kannst du bitte pusten, blasen? No? Der Papa macht stark und irgendwann kriegt er so schwindelig Kopfschmerzen, weil er hat nicht genug trainiert mit seinem Atem. Und dann können die Kinder kriegen diesen Flügel und sie können weiter schwimmen. Okay. Interessant. Wann schuf Gott der Mensch? Am Rosh Hashanah. Was ist das Gebot am Rosh Hashanah? Schofarblasen. Was macht man beim Schofarblasen? Macht man Gott diese Töne, der hat gemacht zu uns. Also Gott hat geblasen und hat geschafft ein Mensch. Am Rosh Hashanah krönen wir Gott und wir blasen unsere Kraft, unsere Atem zu ihm zurück. Wir machen ihm ein König von der ganzen Welt. Diese Kraft von Atmen ist das wichtigste Kraft, weil es verbindet die Göttlichkeit, der Unbewusst und das Erdische, das Bewusst. Was heißt das? Es gibt Organe, die bei uns arbeiten unbewusst. Unsere Nieren, unsere Magen, unsere Kischkes, unsere, die arbeiten, wenn du willst oder du willst nicht. Du kannst sie bewusst leben, aber normalerweise sie leben, sie machen ihre Arbeit, wenn du willst oder du willst nicht. Wie? Eigenständig. Es gibt Körperteile, die sind nicht eigenständig. Du musst entscheiden, du bewegst sie. Also wenn wir wollen klatschen, müssen wir bewusst klatschen. Von alleine die Hände werden nicht so gehen. Der Mensch muss entscheiden, er macht Bewegung. Das heißt, wir haben Körperteile, die selbstständig sind. Sie arbeiten alleine. Und es gibt Körperteile, die sind eingestellter. Wir sagen die Körperteile, was zu tun. Unser Atem ist der einzige selbstständige Eingestellte. Er ist beides. Einerseits geht er von alleine. Zweitens kann der Mensch auch atmen nach seinem Wille. Was heißt das? Auch Tiere atmen. Ein Hund atmet. Ein Elefant atmet. Und auch ein Kamel atmet. Steht geschrieben, dass wenn Andrianus ist gekommen zu seinem Neffe Achillas, er hat ihn gefragt, von wo kommt die Seele raus? Er hat genommen ein Kamel und er hat dem Kamel gestoppt im Hals, dem Luft. Und was ist passiert, wenn sie haben dem Kamel dem Luft gestoppt im Hals? Der Kamel ist runtergefallen. Warum ist er runtergefallen? Weil die Luft ist ausgepustet. Was ist ein Mensch? Was ist ein Mensch? Ein aufgeblosener Luftballon. Der Mensch ist ein aufgeblosener Luftballon. Er glaubt, hey, er ist Moshe Groß, er ist was wert. Bisschen Luft geht raus von ihm. Shabbat Shalom, finito la Commedia. Ein Sack, die geplatzt. Habt ihr schon mit Auto gefahren? Ganz lustig, alles okay. Plötzlich Auto steht auf dem Platz. Warum? Nur Luft, nur Luft. Ist weg vom Reifen. Diese Welt ist ein Gottes-Trampolina. Alle Menschen springen, tralala, tralala, so wie Kinder in Dippelmess. Was macht Gott?
Er kann entweder nehmen die Luft von Trampoline, denn die ganze Welt runter, oder er nimmt von der Mensch als individueller Trampoline seine Luft weg und er kann nicht mehr weiter laufen in diese Trampoline. Okay. Was ist der Unterschied jetzt zwischen dem Atem von dem Kamel, Elefant und Hund und ein Mensch? Was ist der Unterschied? Dass ein Mensch muss nicht atmen nur gezwungen, sondern auch bewusst. Und er kann bewusst drei Sachen machen mit seinem Atem. Er kann atmen tief. Und er kann seinen Atem stoppen. Und er kann atmen schnell. Also, ein Tier kann das nicht machen. Ein Mensch kann steuern seinen Atem. Das ist eine Besonderheit. Es gibt Menschen, die sind oberflächliche Menschen. Und es gibt Menschen, die sind tiefgründige Menschen. Ein oberflächlicher Mensch ist ein Mensch, der atmet oberflächlich. Ein Mensch, der tief ist, das ist ein Mensch, der lebt bewusst. Er lebt tief, weil sein Verstand kriegt genug Sauerstoff, um diesen lebendigen Kontakt mit Gott zu verbinden. Ich gehe weiter. Die letzte Tehillim Psalmen 150 beendet mit den Wörtern Koil aneshomo tehalel ko aleluko. Auf jeden Atem und Atemzug, dass der Mensch atmet, soll er loben Gott. Auf jeden Atem, auf jeden Atem, auf jeden tief und auf jeden aus. Es ist nicht selbstverständlich, unsere Atem. Hätten Sie gesehen, dieser Mann mit dem Luftballon auf dem Rücken, dass er muss seinen Atem kriegen durch eine Maschine, da der Mensch will sagen, oh, wie wichtig ist diese Luft. Aber interessant, nicht nur Atem ist verbunden mit der Seele, auch Geduld oder Ungeduld. Wie nennt man Geduld in Hebräisch? Orech Ruach. Eine lange Atmen. Und wie nennt man Ungeduld? Kotzer Ruach. Eine ungeduldige Atmen. Ich zitiere euch von Torah, 2. Buch Mosche. Mosche sprach zu den Israels Söhnen. Sie hörten aber nicht auf Mosche vor Geisteskürze und vor hartem Dienst. Habt ihr gut gehört? Warum haben sie Mosche nicht zugehört? Vor Geisteskürze. Was ist Geisteskürze? Was ist Geisteskürze? Ruach. Moment. Wenn einer weiß nicht, was steht geschrieben, Geisteskürze, guckt er in Rashi. Ich gucke in Rashi. Rashi, aus Kurze des Atmes, sagt Rashi, wer in seinem Gemut betrübt ist, dessen Atem ist kurz. Und er kann keine langen Atemzüge machen. Unglaublich, 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 unglaublich. Das ist die wichtigsten Pasuk, nach meiner Meinung, die steht in die Tora. Was steht hier geschrieben? Dass in dieser Welt gibt es Menschen, die haben kurzes Atem und es gibt Menschen, die haben lange Atem. Wenn ein Mensch will gut, fein, gesund
bewusst leben, liegt das an seinem Tief- und Ausatmen. Wenn ein Mensch ist nicht gut gelaunt, depressiv, heute nennt man das depressiv, schwarze Galle. Entschuldigung, dort hinten, seien Sie so lieb, noch Viertelstunde könnt ihr reden, ganzen Tag frei. Danke. Ist auch sehr wichtig, lohnt sich zu hören. Also, solange ich atme, ich bin da. In dem Moment, wo ein Mensch atmet nicht, ist er nicht da. Wo ist er? Ist er weg. Oder ist er in sein Wut, oder ist er in sein Schmerz, oder ist er in seine Depression, oder ist er überhaupt nicht da in dieser Welt. Also wenn ein Mensch atmet, überhaupt nicht. Shabbat Shalom. Die Seele und der Körper trennen sich und die leben nicht miteinander. Kommt die Tora und die Tora sagt, weißt du, die meisten Leute hören nicht zu Moshe. Nur eine von fünf Leuten achtet auf seine Atem. Was heißt das? Steht geschrieben in Torah, sehe, ich gebe dir heute Segen und das Gegenteil. Leben und das Gegenteil. Gut und das Gegenteil. Ubacharta bachaim, und du sollst wählen das Gutes. Wow! Ich hätte nicht gewusst, dass ich will wählen dem Gutes. Also du gibst einem Mensch Leben und nicht Leben und Gott sagt ihm, weißt du, ich gebe dir einen Vorschlag. Wenn du hast eine freie Wahl zwischen Leben und nicht Leben, du sollst wählen das Leben. Liebe Gott, wirklich. Ohne diesen Pasuk, ich hätte nicht gewusst, dass Leben ist gut und schlecht ist tot. Sag in unserer Weisen, du hast nicht verstanden. Wenn ein Mensch will leben und er raucht eine Zigarette, was macht er mit seinem Atem? Er macht seinen Atem bewusst kaputt. Und in seinem Kontakt zwischen seiner Seele und seinem Körper, etwas geht nicht gut. Der andere wird sagen, nein, nein, ich rauche keine Zigaretten. Das, ja, aber was machst du auf der Straße mit deinem Auspuff? Was macht ihr mit den Fabriken? Wie sieht aus das Luft dort draußen? Welche Atem bekommst du? Und jetzt eins sollt ihr wissen. Atem verbindet. Atem verbindet Körper und Seele. Atem verbindet Mensch und Gott. Atem verbindet meinen göttlichen Teil und meinen irdischen Teil. Atem verbindet auch uns alle. Wir sitzen hier, unsere halbe Stunde, dreiviertel Stunde, und alle, die sitzen hier, atmen dieselbe Atem. Interessant, oder? Etwas verbindet uns. Wir atmen alle demselben Gottes Atmen. Interessant, warum ist das so? Ich gebe euch ein Beispiel. Wie sagt man auf Hebräisch Licht? Auf Hebräisch Licht sagt man Or. Or. Or heißt Licht. Wie sagt man jetzt Seele? Wie sagt man Seele? Nesha, laut. Bitte schön. Wie sagt man Seele? Neshama. Neshama. Sehr gut. Also, wir haben im Himmel, als Gott schuf die Welt, zuerst war Or. Und dann kommt Gott drinnen und braucht man noch ein Jud. Und von Or kommt noch ein Jud drinnen. Und es wird gemacht Avir. Avir bedeutet Luft. Luft. Avir. So wie Rabbi Akiva hat Luft gemacht in dem Haus von der kranken Schüler. Genauso diese Jud kommt rein in dem Neshama. Und das ist Neshima. Was ist Neshima? Atem. Atem. Neshima ist Atem. Von Or wird Avir und von Neshama wird Neshima, nur Gottes Jud, von seinem Namen Jud, Hey, Wov, Kei, nur von diesen Buchstaben
kriegt der Mensch seinen Geist. Das heißt, wenn eine Frau kommt zum Beispiel zum Geburt, ein guter Hebamme wird trainieren mit der Frau Atemtechnik. Warum soll sie mit ihr nicht trainieren jetzt, wie man macht Frikadellen? Oder wie tauscht man ein Pamper bei einem Kind? Weil wenn man will ein Geburt, muss man an der Atemtechnik arbeiten, sonst kommt die Neshama nicht in die Neshima. Das heißt, es liegt sehr viel an unserem Atem. Wenn ein Mensch ist geduldig, hat er einen langen Atem. Und wenn ein Mensch ist ungeduldig, hat er einen kurzen Atem. Genauso wie beim Schofarblasen. Beim Schofarblasen gibt es einen langen Ton. Tkia. Und es gibt auch Schwarim. Tu, tu, tu. Und auch Trua. Ta 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 ta. Und wie viele Töne macht man? 100. Es gab solchen geistigen Kabbalisten wie Rabbi Avrom Abulafia oder andere Tzadikim. Sie haben nicht nur am Rosh Hashanah gemacht, Schofarblasen mit Schofar, sie haben auch Atemtechnik gemacht. Genauso wie dem Schofar. Sie haben gemacht 30, 30, 30 verschiedene Setten. Das sind Leute, die konnten ihren Geist zu so einem Licht bringen, dass ihr Atem war bewusst, dass auf jeden Atem und Atem, das sie haben in dieser Welt, sie konnten mit Hashem verbunden. Okay. Wir gehen weiter. Steht geschrieben in Zohar HaKadosh, ohne Flügel vom Lungen werde unser Herz verbrennen, unser Körper. Unser Atem kommt von Gehirn, von Wasser. Unser Herz ist wie Feuer. Muss kommen unsere Geflügel von Lunge und bedecken unsere Herz. Wie sagt man Herz in Hebräisch? Herz. Lev. Lev heißt Herz. Wie sagt man Lungen? Reot. Lev ist Herz und Reot ist Lungen. Wenn einer kriegt einen Krampf zwischen seinem Atem und seinem Körper, kriegt er so einen Nissen. Abtschi. Was sagt man, wenn einer macht Abtschi? Gesundheit. Wie sagt man Gesundheit in Ivrit? Livriut. Guck, wie interessant. Was ist Livriut? Livriut sind zwei Wörter. Lev, Herz und Reot, Lungen. Guck mal, wie weiß ist unsere Torah. Lev heißt Herz und Reot heißt Lungen. Wenn einer hat Krämpfe oder Verstrickungen in seine Lungen, in seine Atem, etwas stimmt nicht. Wenn einer geht zum Doktor, was sagt der Doktor? Tief einatmen und ausatmen und dann er will sehen, ob deine Lungen sind sauber oder nicht. Wir gehen weiter. Jeden Tag beten wir Gott, Schma Israel. Und wir sagen, Ve'ohavto es Hashem Eloikecho, Bechol Levovcho. Steht geschrieben, dass wenn ein Mensch sagt die Wörter Bechol Levovcho, wenn es geht um Liebe, soll er zweimal atmen. Einmal beim Wort Bechol und dann einmal tief einatmen und Levovcho. Nicht auf einatmen sagen mit dein ganzes Herz. Warum? Weil wenn das ist mit dein ganzes Herz, welches Herz? Das Gute oder die Nicht-Gute? Weil wir haben zwei Trieb. Guter Trieb und schlechter Trieb. Deshalb sagen unsere Weisen, wenn du sagst Schma Israel und du kommst zu den Wörtern Bechol Levovcho,
Du sollst machen zwei Neshimot, zwei Atem. Weil man will Gott mit zwei Teile lieben. Auch mit dem Gehirn, auch mit dem Herz. Aber interessant, jetzt kommt Purim. Und am Purim wurden aufgehängt alle 10 Kinder von Haman. Wenn man kommt zu diesen Passage von den 10 Kindern von Haman, was soll man machen? Soll man alle 10 Kinder lesen in einem Atem. Warum in einem Atem? Weil alle waren böse Leute. Und in einem Atem sollst du lesen alle. Alle. Also die ganze Liste von Namen, also wenn einer liest oft Torah, er ist schon gekommen zu trainieren, er nimmt viele Luft vor dem, dass er sagt die 10 Namen von Haman, die Kinder von Haman, und dann liest er alle 10 Namen auf einmal. Warum? Weil die gehören alle nur zu einer Seite von dem Ruach, aber nicht dem Ruach Gdusha, nicht dem Ruach von Heiligtum, sondern Ruach Sitra Achra, dem Ruach von der anderen Seite. Und jetzt möchte ich beenden mit einem letzten Aspekt. Es gibt Leute, die machen jeden Tag Brachot und Segensprüche und beten zum Gott. Das ist sehr gut, das futtert die Seele. Das ist sehr nötig. Und es gibt auch Leute, die machen keine Mitzvot oder sagen keine Brachot oder danken nicht Gott, aber sie machen Atemtechnik. Sie meditieren, das ist sehr gut, das ist wunderschöne Sache. Jeder soll machen das, was ihm fehlt. Wenn einer macht nur Brachot, nur Gebete, soll er auch trainieren sein Atem, um bewusst sein Atem Gott zu bedanken. Aber wenn einer achtet nur auf sein Atem, aber er ist ein ungeduldiger Mensch am Alltag bei seiner Handlung, nun, wozu brauchst du das? Was machst du diesen ganzen Technik, wenn du bist am Alltag ein empfindlicher Mensch, ein unruhiger, ungeduldiger, unfreundlicher, unsympathischer? Deshalb, wenn Gott hat uns gegeben, so eine Kraft zu atmen, heißt, diese Kraft können uns alle wirklich Kraft schenken. Praktisch, wie macht man das? Ich gebe ein einfaches Beispiel. Man kann einfach die Hände, wenn man hat einen Mensch, der schlecht gelaunt und er will nichts sich in die Hände nehmen, mach mit ihm 5 Minuten nur Atemtechnik. Und schon seine Zellen in seine Neshama haben Lebenssignal. Probieren wir alle zusammen. Jetzt, wir machen tief einatmen und Hände nach oben. Und dann aus. Schaffen Sie nicht? Mach mit. Mit. Nach oben. Und interessant, was ist das? Das ist ein Flügel. Was haben wir gesagt? Der Zohar sagt, dass unsere Luft, unsere Lunge ist eine Flügel auf unser Herz. Wenn ein Mensch macht das morgen 5 Minuten, schon hat er eine bessere Kraft. Woher nehme ich das? Ich nehme das von Rabbi Chanoch Henich von Alexander. Es war ein großer Rebbe. Ich habe darüber am Shabbat erzählt auch, wo deine Freunde waren da, am Freitagabend. Rabbi Chanoch Henich von Alexander hatte einen schweren Tag, jeden Tag, weil er hatte Tausende von Chassidim. Aber jeden Tag ist er gegangen in den Wald, um zu schnapfen, Sauerstoff von Gott. Ich gebe ein Beispiel. Es gibt ein Tier und dieses Tier ist immer gut gelaunt. Dieses Tier heißt Hund. Und warum dieses Tier ist gut gelaunt, wissen Sie? Soll ich euch sagen, dem Geheimnis von dem Hund? Weil er geht mindestens
zweimal am Tag spazieren, draußen. Und er schnappt frischen Luft vom Natur. Und dann sein Eingang und sein Ausgang öffnen sich. Meistens liebt der Hund draußen, wenn es ist schon sein Geist geöffnet, wird auch sein Körper sauber. Gleichzeitig, ein Tier hat keine Seele, er hat einen Geist. Und er hat keine freie Wahl, wie soll er atmen. Ein Mensch hat einen Eingang und einen Ausgang. Und die Eingang und die Ausgang haben miteinander sehr viel zu tun. In dem Moment, wo ein Mensch achtet bewusst, wie soll er leben mit dem Eingang, so wie der Eingang, gibt später die Quittung von dem Ausgang. Verstanden? Ich werde schließen mit einem letzten Aspekt. Manchmal, ich lerne mit einem Kind zum Bar Mitzwa. Und ich mache mit dem Kind eine Probe auf die Bühne. Und da sehe ich, dass er will schnell, schnell loswerden und er kriegt keine Luft. Und ich sage ihm, hallo, Ingele, Luft kostet nicht Geld. Wer stört dir zwischen ein paar Zahlen? Einfach stoppen, nehmen Luft und singen weiter. Und meine Bitte an euch, jeden Tag, das habe ich auch gesagt beim letzten Shiur, mach so wie Rabbi Akiva bei dem nicht gesunden Schüler. Fenster aufmachen, jeden Morgen. Man kann nicht bleiben in einem Zimmer ohne neue Wind von Gott. Gott sendet dir jeden Tag neue, frische Luft. Gott gibt dir einen Ballon von Luft, soll dir begleiten überall. Und deshalb, Stimmung oder Umgebung heißt auch Avira. Avira bedeutet andere Luft, andere Stimmung, Entluftung. Man braucht neue Sachen bringen. Gott soll helfen, dass alle Heimbewohner sollen gesund sein. Und solange der Atem ist in mein Odem, danke ich dir, lieben Gott, weil ab dem Moment, wo ein Mensch nicht mehr atmen kann, offiziell, nach 3 Stunden ohne Atem, nach der jüdischen Religion, der Mensch ist tot. Und in der alten Zeit hat man genommen eine Feder und hat man gelegt den Feder in die Nase. Und hat man geguckt, ob der Feder bewegt oder nicht. Wenn der Feder bewegt, was heißt das? Lebt. Und wenn der Feder bewegt nicht, was heißt das? Dann lebt er nicht mehr. Heute nimmt man nicht Feder. Heute nimmt man einen Spiegel. Also, man legt einen Spiegel auf seinen Mund und man sieht, ob es kommt noch Hauch von seinem Leben. Ich gebe euch einen Tipp. Wenn ihr steht auf jeden Morgen, ihr sollt machen eine Probe beim Spiegel, ob ihr lebt oder nicht. Geht zum Spiegel und mach ha, ha. So, mit einem vollen Mund. Und das ist nicht meine Wörter. Wer sagt das? König David. König David sagt, Harchev, Picho, Vamaleju. Mach groß dein Mund. Ich werde ihn erfüllen. Mach ein Gefäß, um Gottes Segen zu bekommen. Gott gibt dir ein Gefäß. Mach das auf. Breite dir. Lass dem Göttlichkeit reinkommen und blasen bei dir. Soll Gott helfen, dass unsere Schwimmflügel sollen immer voll sein mit Luft. Und diese Luft von die Neshama und die Neshima soll auch unsere Gesund und Laune immer verstärken. Amen. Dankeschön. Vielen Dank.